Erinnern Sie sich an diese Bilder? Ja, die sind aus dem Regierungsflugzeug nach Kanada, wo alle ohne Masken unterwegs sind, obwohl das Infektionsschutzgesetz diese Masken vorschreibt für alle Flüge von und nach Deutschland. Aber bei der Luftwaffe, und die Regierungsflieger, die gehören zur Luftwaffe, da gelte das nicht. Und warum? Das erklärte Bundesjustizminister Buschmann jetzt auf der Bundespressekonferenz. Mich hat es fast umgehaut. Hören Sie sich das an. Es gibt Gedanken, die es plausibel machen lassen, dass für Flugzeuge der Luftwaffe natürlich auch etwas anders gelten kann, wenn sie in so einem Kampfjet sitzen und ohnehin eine Maske aufhaben. Aber das sind alles Fachfragen, die kann das Bundesverteidigungsministerium erläutern. Wie bitte, Herr Buschmann, sehen Sie hier einen Kampfpiloten in Kampfpilotenmaske? Ich sehe hier den Bundeswirtschaftsminister als normalen Passagier. Und ich finde diese Art, wie Sie sich hier herausreden, Herr Buschmann, schlicht und einfach empörend. Ich finde, Sie verkaufen damit die Wähler, auch Ihre Wähler, die FDP-Wähler, für dumm. Nochmal zum Hintergrund. Man rechtfertigte das Fehlen der Masken im Regierungsflieger damit, dass es interne Regelungen bei der Bundeswehr gebe, zu der der Flieger gehört. Aber eine interne Regelung geht nicht vor ein Gesetz. Und das Infektionsschutzgesetz besagt ja, dass man von und nach Deutschland im Flugzeug eine Maske tragen soll. Also wie dumm hier die Bürger gehalten werden, ist in meinen Augen phänomenal. Ich habe im Abspann nochmal den gesamten Wortwechsel, der ist länger, dann können Sie nochmal alles hören, damit Sie auch sehen, dass es nicht aus dem Zusammenhang gerissen ist. Unglaublich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie wieder rein. Alles Gute. Und jetzt zum Abschluss nochmal die Szene mit den Kampfpiloten. Unser Wirtschaftsminister und unser Kanzler als Kampfpiloten. Ich denke, das ist zu viel Kompliment für die. Es gibt Gedanken, die es plausibel machen lassen, dass für Flugzeuge der Luftwaffe natürlich auch etwas anders gelten kann, wenn sie in so einem Kampfjet sitzen und ohnehin eine Maske aufhaben. Aber das sind alles Fachfragen, die kann das Bundesverteidigungsministerium erläutern. Ich habe die Frage zu, das wird Sie nicht überraschen, zu Twitter und gestern die Bilder von dem Kanzler und Habeck, die ohne Maske gereist sind. Gleichzeitig sagen Sie heute, dass Sie die Regelung an Bord verschärfen, also keine OP-Maske mehr, sondern FFP2. Wie passt das zusammen? Ja, zunächst einmal, also die Regeln der Flugbereitschaft sind eingehalten worden und darüber hinaus ist sogar also ein Test gemacht worden für alle, die mitgeflogen sind. Die Regeln, die wir jetzt hier verschärfen, das ist eine Antwort quasi auf die epidemiologischen Gegebenheiten. Also die Grundüberlegung ist die, wenn man schon also eine Maske trägt im Fernverkehr, wo das Risiko der Ansteckung hoch ist bei der Omikron BA5-Variante, dann soll die Maske auch wirken. Und da hat man einfach einen deutlich besseren Schutz, wenn man eine FFP2-Maske trägt. Ja, ich kann zu den Abläufen vielleicht etwas sagen. Wenn ein solcher Umstand am Tage vor einer Kabinettsentscheidung bekannt wird, dann lassen es die Abläufe gar nicht zu, selbst wenn man wollte, da jetzt Änderungen vorzunehmen. Mein Gefühl ist, dass sich das Parlament noch mal damit beschäftigen wird. Und meine persönliche Meinung ist, das ist jetzt keine rechtliche Einschätzung, denn es ist in der Tat exakt so, wie Kollege Lauterbach gesagt hat, dass die internen Regelungen der Flugbereitschaft eingehalten worden sind. Politisch würde ich uns empfehlen, als Bundesregierung, dass wir überall die gleichen Regeln anwenden, die auch sonst gelten. Denn sonst entsteht natürlich das Gefühl, dass man den Bürgerinnen und Bürgern bereit ist, etwas zuzumuten, was man sich selber nicht zumuten möchte. Und deshalb kann ich auch ein Stück weit verstehen, dass da so viel drüber gesprochen wird. Hatten Sie noch eine Zusatzfrage, Frau Spiekermann? Ja. Es entsteht ja nicht nur das Gefühl, sondern es ist ja ein Fakt, also nur um Sie zu ergänzen. Und wie Sie sagen auch, Herr Minister Lauterbach, es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe. Also wie kann denn das sein? Also das sozusagen, das rechtfertigt es ja eigentlich nicht. Ja, es ist eben so. Es gibt eigene Regeln für die Luftwaffe und für die Flugbereitschaft und die sind hier zum Einsatz gekommen. Und über diese Regeln hinaus sind dann diejenigen, die mitgereist sind, noch getestet worden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Somit die Regeln, die gehalten sind, eingehalten worden. Und darüber hinaus fand der Test statt.
Bitte, wir bleiben dann gleich mit. Bitte. Mhm. Christiane Hübscher, ebenfalls vom ZDF. Dann vielleicht nochmal an Sie, Herr Buschmann, die Frage. Es gilt ja trotzdem die Regel, dass auf allen Flügen von und nach Deutschland die Maskenpflicht gilt. Das ist ein Flug gewesen von Deutschland, egal ob er von der Luftwaffe oder von der Lufthansa ausgeführt wurde. Auf welcher gesetzlichen Grundlage ist es dann hier anders entschieden worden? Also mir reicht eigentlich die Begründung nicht zu sagen, die Luftwaffe hat da ihre eigene Regel. Also ich führe ja nicht die Aufsicht weder über den Luftverkehr noch über die Luftwaffe. Deshalb haben wir keine eigenen Prüfungskompetenzen im Haus. Es gibt das Luftverkehrsgesetz, da gibt es so gewisse Hinweise, dass dort nichts anders gilt. Es gibt Gedanken, die es plausibel machen lassen, dass für Flugzeuge der Luftwaffe natürlich auch etwas anders gelten kann, wenn sie in so einem Kampfjet sitzen und ohnehin eine Maske aufhaben. Aber das sind alles Fachfragen, die kann das Bundesverteidigungsministerium erläutern, auf welcher Grundlage diese Regeln ausgegeben worden sind. Das ist nicht die Zuständigkeit des BMJ. Und was ich politisch für klug hielte, das habe ich ja vorhin gesagt, dass es politisch klug wäre, jedenfalls in vergleichbaren Situationen, wo eine Maschine genutzt wird, wie eine andere Linienmaschine auch, dann dort am besten die gleichen Regeln anzuwenden, auf welcher Grundlage auch immer. Im Zweifelsfall sogar freiwillig, weil das dann führen durch Vorbild ist. Zusatzfrage, Frau Hübscher. Ja, kurzer Nachsatz. Rechnen Sie damit, dass das im parlamentarischen Verfahren jetzt vom Bundestag nochmal geändert wird, dass diese Regel fällt? Also zunächst einmal möchte ich sagen, wir haben ja jetzt hier eine Formulierungshilfe erstellt, wo wir beide sagen, damit kann man arbeiten und ich will mich davon auch in keiner Weise distanzieren oder so. Was aber natürlich klar ist, und das war immer mein Anliegen, dass das letzte Wort in der Corona-Politik das Parlament behält. Also die sogenannte Reparlamentarisierung, das werden Sie wissen, das kennen Sie seit über 2 Jahren, war immer mein Anliegen, weil grundrechtsrelevante Dinge abschließend im Parlament entschieden werden müssen. Dass der Vorgang jetzt eine Debatte ausgelöst hat, ist ja klar. Und dass ich mir vorstellen kann, dass das im Parlament nochmal diskutiert wird, das liegt ja auch im Bereich der Lebenswahrscheinlichkeit. Und deshalb kann das natürlich niemand ausschließen. Wir haben ja auch schon viele Abgeordnete sich dazu äußern hören. Deshalb gehe ich davon aus, dass da sicherlich nochmal drüber gesprochen wird. Und was dann entschieden wird, das entscheidet der Gesetzgeber, das Parlament. Und das ist auch richtig so.